Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Außenrollo zu entwickeln? Wir haben damals beide in Mietwohnungen gewohnt und im österreichischen Mietrechtsgesetz ist es ja so, dass dem Mieter quasi untersagt ist, dass er im Außenbereich Beschädigungen vornimmt, das heißt irgendwas anbohrt oder anschraubt. Und effizienter Hitzeschutz ist nun mal im Außenbereich und deswegen haben wir uns überlegt, wie könnte man ein Außenrollo oder einen außenliegenden Sonnenschutz montieren, ohne dass man also die Bausubstanz, sprich den Fensterrahmen oder die Fassade, beschädigt. Was ist das Besondere am Plinus? Das Besondere am Plinus ist, dass es das erste Außenrollo ist, das beschädigungsfrei montiert werden kann. Das heißt eben ohne bohren, schrauben zu müssen, ohne Fassade und Fensterrahmen zu beschädigen. Also die Montage kann vom Kunden selbst gemacht werden. Das heißt, in unserem Online-Konfigurator kann er abhängig von seinen Fenstergeometrien die Maße eingeben und bekommt dann das Plinus-Rollo maßgefertigt zu sich nach Hause geliefert und kann es dann innerhalb weniger Minuten mit wenigen Handgriffen selbst montieren. Ihr arbeitet eng mit einem größeren Unternehmen zusammen. Wie seid ihr auf Schlotterer gekommen? Wir haben damals, wo der erste serienreife Prototyp oder der erste Prototyp, den man auch herzeigen konnte, einmal fertig war, haben wir auf der einen Seite begonnen, natürlich auch Investoren zu suchen, weil irgendwo geht natürlich dann das Geld auch aus und das Privatvermögen. Und auf der anderen Seite aber auch einen Produktionspartner. Die Idee damals war, dass wir das über Lohnfertiger selbst machen. Aber die Tragweite war uns damals noch nicht ganz bekannt, was das auch tatsächlich in der Fertigung bedeutet. Wir waren damals eine Art Messe für Hardware-Startups, bei der wir auch das Plinus-Rollo, also den Prototypen, ausgestellt haben. Über diesen Messeauftritt ist dann auch berichtet worden. Witzigerweise hat dann der Geschäftsführer von Schlotterer diesen Artikel bei sich im Schreibtisch liegen gehabt. Und wir haben ihn dann als letzten Verzweiflungswurf auch angerufen und es hat sich mehr oder weniger um ein paar Tage gehandelt. Und das war ganz witzig, weil der Geschäftsführer dann gemeint hat, ja, er hätte uns sowieso kontaktiert und wir sind ihm einfach nur um ein, zwei Tage zuvor gekommen. Wie sieht eure Zusammenarbeit genau aus? Momentan sieht es so aus, dass Schlotterer die Produktion des Plinus-Rollos übernimmt. Schlotterer produziert in Salzburg, das heißt, das ist 100% made in Austria, das Plinus-Rollo. Und auch über seine bisherigen und bestehenden Vertriebskanäle, also sprich über den Fachhandel, über die Vertriebspartner, die er schon aufgebaut hat, über den Fachhandel das Plinus-Rollo vertreibt. Da wir ja das Rollo direkt an den Endkunden vertreiben können, war es eben, das Plinus-Rollo online zu vertreiben. Und den Aufbau dieses Online-Shops und natürlich auch das ganze Marketing, das dazugehört und so weiter, das ist eigentlich die Haupttätigkeit von Plinus und so halten wir das Ganze auch auseinander. Schlotterer ist im Bereich Sonnenschutz einer der größten Produzenten in Österreich. Wie sorgt sie dafür, dass ihr als Startup in der Kooperation nicht untergeht? Die Angst war natürlich ein Stück weit immer da bei allen Gesprächen, die wir mit großen potenziellen Partnern geführt haben und haben überall einmal NDAs auch unterschreiben lassen. Haben aber auch vorher schon zwei Patente angemeldet gehabt für die Kernelemente des Entwicklungs, also sprich für diesen Klemmmechanismus. Und damit war natürlich die Verhandlungsposition eine ganz, ganz gute. Und jetzt funktioniert die Zusammenarbeit absolut auf Augenhöhe. Und also wir fühlen uns da in keinster Weise so in einer Rechtfertigungsposition, dass das irgendwann einmal schiefgehen könnte und Schlotterer quasi das Plinus-Rollo übernimmt. Sondern wir haben uns das eben über die beiden Vertriebsschienen und auch die Weiterentwicklung dieser beiden Vertriebsschienen entsprechend aufgeteilt. Worauf muss man denn grundsätzlich achten, wenn man als Startup mit einem größeren Unternehmen eng zusammenarbeitet? Diese Absicherung, dass man mal sagt, man geht jetzt nicht unbedingt hinaus ohne eine Geheimhaltungsvereinbarung, dass man also irgendwo auf Augenhöhe sich trifft und einmal die wesentlichsten Punkte zumindest einmal niedergeschrieben hat, in welche Richtungen die eigenständigen Entwicklungen für jedes Unternehmen gehen. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich auch, dass man die Tätigkeiten ein Stück weit auseinanderhält. Von der Wertschöpfungskette abgesehen jetzt vom Online-Vertrieb läuft alles bei unserem Partner und wir haben uns da aber über unsere Kooperationsvereinbarungen, über entsprechende Verträge auch gegenseitig abgesichert. Das heißt, streng genommen kann keiner ohne den anderen. Und wir haben auch das
letzte Patent, also auf dem jetzt auch das aktuelle Plinus Rollo basiert, gemeinsam angemeldet. Vor welchen Herausforderungen steht man denn als Hardware-Startup in Österreich? Anders jetzt als bei einer App-Entwicklung, wo später mal im Marketing relativ viel finanzieller Aufwand betrieben werden muss, ist es bei einem Hardware-Startup halt schon von sehr früher Phase an. Das heißt, wenn man jetzt nicht irgendwo in die eigene Garage oder die eigene Werkstatt hat, wo man alles selbst entwickeln kann, muss man mit Prototypenbauern zusammenarbeiten, die natürlich entsprechend Geld kosten. Man hat gewisse Qualitätsansprüche auch an sein Produkt, bevor man mit dem an den Kunden, an den Markt, auf den Markt geht. Und auch wenn das jetzt nur ein funktionaler Prototyp ist, will man ja möglichst frühzeitig Feedback vom Markt einholen. Da hat uns sicherlich geholfen, dass wir frühzeitig schon Ideenwettbewerbe gewonnen haben. Also wir waren beispielsweise beim I2B-Businessplan-Wettbewerb, den wir gewinnen konnten damals durch diese Medienwirksamkeit, Öffentlichkeitswirksamkeit, schon sehr frühzeitig Feedback vom Markt, von potenziellen Kunden, aber auch von Investoren, von Business Angels, mit denen wir nachher im Gespräch waren, bekommen. Und das war für uns natürlich in dieser frühen Phase, in dieser frühen Entwicklungsphase ein absoluter Mehrwert.